Der Protagonist Present stellte sich G-Cis in die Quere, um ein für alle Mal seine Pläne zu durchkreuzen. Dabei verlor er fast sein Leben an einem Eiszapfhagel, wenn ihm nicht N und sein Sekrom geholfen hätten. USK 0 also. Aha. Nach einer epischen Fusion musste sich der Trottel dem schwarzen Kyurem stellen und G-Cis zu einem finalen Showdown herausfordern. Diesen konnte er fast problemlos meistern, bis ein Flugjuwel Akrobatik Zaplarang das Schicksal von Respi, dem Logok, besiegelte. Nachdem die Pläne von G-Cis und Team Plasma zerschlagen wurden, geht es nun zur Siegelstraße. Wird dieses Projekt ein gutes Ende finden? Willkommen, meine lieben Freunde, zu einer neuen Folge der Pokémon Blaze Black 2 Egglock. Wir haben in der letzten Folge endlich Team Plasma zerschlagen, G-Cis besiegt und nun geht es auf zur Siegelstraße, gehe ich zumindest von aus. Aber erstmal ist einer der Weisen hier, einer der netten Weisen, der hat uns ja immer unterstützt und hat gesagt, yo, Brudi, hilf uns mal, du bist ein toller Typ und so. Ja, genau, so hat das gesagt. Oh Mann, echt, oh Brudi, ja, da muss ich, da, das ist, ja, lassen wir es so stehen. Auf jeden Fall will er uns, glaube ich, gerade nicht mehr groß was sagen, außer Dankeschön und Tschüsseli und so. Und ja, damit sind wir jetzt hier, denke ich mal, auf dem Weg zur Siegelstraße. Würde mich zumindest wundern, wenn wir was anderes noch vorher machen müssten. Ich kann einmal sonst was schauen, denn wir haben doch hier die Karte und da sehen wir doch hier Route 23, Victory Road, und da ist die Pokémon-Liga. Ja, perfekt. Das heißt, wir sollten auf dem richtigen Weg sein, wenn wir hier weiter nach links oben gehen. By the way, habe ich jetzt hier erstmal Kirschi wiedergeholt, das Toxicwack. Denn die Sache ist, wir haben ja in der letzten Folge leider Respi, das Logok, verloren. Und die Sache ist, dass Toxicwack ziemlich gut war, aber auch nicht lange dabei aus dem alten Team. Dann dachte ich mir, komm, bevor ich jetzt ein komplett neues Mon mit reinnehme, kann ich jetzt erstmal nochmal ein bisschen Toxicwack showcasen, so nach dem Motto. Und ich möchte ja sowieso vor der Liga dann ein komplett neues Team aufbauen. Und genau dazu habe ich eine Bitte auch an euch, denn ich werde jetzt halt die Siegelstraße machen, dann kommt die Pokémon-Liga. Vor der Pokémon-Liga werde ich aber alle Encounter nachholen, die ich noch nachholen kann. Zum Beispiel müsste ich noch einen Encounter in Abidaya City haben, wenn es mich ganz täuscht. Also einen müsste ich da noch haben. Also da kann ich angeln, direkt in der Stadt. Das werde ich auf jeden Fall machen. Und dann, ich frage mich nur gerade, wie ich hier durchkomme, weil die Bäume sind halt so blöd platziert, dass man nicht genau sehen kann, wo man durchkommen kann und wo nicht. Aber es wird schon irgendwie. Naja, auf jeden Fall ist es halt so, dass ich dann das nachholen werde, aber auch andere Pokémon, wie zum Beispiel das Gefällt ist an einem Donnerstag und so weiter. Und ich würde mich freuen, wenn jemand von euch eine Liste erstellen könnte mit allen Encountern, die ich jetzt noch nachholen kann. Das wäre super, super sweet, weil dann würde ich die einfach abarbeiten nach der Siegelstraße, nochmal eine Folge machen, in der wir uns so gesehen vorbereiten auf das, was dann kommt, ne, auf ja, die Liga, auf den Champion, nachdem wir die Siegelstraße fertig gemacht haben, hoffentlich ohne große Verluste. Und dann geht's los mit dem großen Finale, Leute. Ich bin echt, ja, baff, wie schnell das alles ging. Das Projekt, ja, ist einfach sehr schnell zu Ende gegangen. Also noch sind wir nicht am Ende, ne? Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das vergeht dann doch relativ schnell die Zeit. Ich meine, jetzt ist auch sehr viel bei mir passiert, über das wir gleich reden können. Aber erstmal muss ich schauen, wie ich überhaupt weiterkomme, denn ich habe doch keine Ahnung. Ich glaube, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg. Naja, und zwar ist es ja so, dass sich auch bei mir in letzter Zeit rapide sehr viel verändert hat und verändern wird. Denn ihr habt es ja vielleicht schon mitbekommen, ich habe das letztens gepostet. Ich habe nun eine Wohnung. Aber bevor ich darüber rede, ich muss einmal ganz kurz schauen, wo ich einen Encounter, wo ich nicht einen Encounter finde, sondern wo ich weiterkomme. Und ich frage mich gerade, ob ich hier einen Encounter habe, aber ich glaube nicht, weil das gehört auch zur Riesengrotte. Das müsste halt alles ebenfalls, ja, dazugehören. Okay, hier ist noch der Timo. Ich schneide einmal ganz kurz und guck mal, wo wir weitergehen müssen. Bis gleich. So, ich war ein wenig auf dem falschen Weg. Wir müssen wieder durch die Höhle gehen. Ich habe auch glücklicherweise Stärke meinem Golgantis beigebracht, denn ich brauchte auf jeden Fall die vor allem Stärke auf einen Pokémon. Und Golgantis passt, glaube ich, ganz gut mit Stärke. Ist ja hier eine Gesteinsattacke, eine 75er Base-Attacke. Ich habe dafür Ice Heap weggepackt, auch wenn Ice Heap super nice ist, aber Gestein trifft ja auch die Flug-Pokémon.
und gegen Boden-Pokémon macht ein Erdbeben genauso viel Schaden wie ein Eishieb, außer es ist halt vierfach effektiv. Deswegen ist das, glaube ich, okay erstmal. Und im Fall der Fälle kann ich das ja mit einer Herdschuppe wieder erlernen lassen. Das sollte nicht allzu schlimm sein. Also ja, das ist, denke ich mal, okay so. So, wir müssen auf jeden Fall gleich da links entlang gehen, aber ich gucke gerade nochmal, ob hier irgendwas ist, was ich brauche. Denn, warte mal, ah ja, ich kann das ja bewegen. Denn ich habe, warte, was ist das? Hier ist aber nichts. Denn ich habe auch noch offscreen mir die TMI-Strahl hier geholt. Die war genau hier unten. Da muss ich nur kurz entlang surfen und vorher Stärke einsetzen. Das habe ich vor der Folge gemacht. Deswegen habe ich Golgantas auch schon Stärke beigebracht. Ist also ganz praktisch. So, wir gehen jetzt auf die nächste Route, werden uns da einen Encounter holen. Und ich habe dann natürlich viel zu erzählen. Aber Alter, wir sind jetzt auf dem Weg zur Siegestraße. Auf den letzten Metern. Das ist schon ein bisschen crazy. Okay, warte, was hat die gesagt? Heilt sie uns auf, wenn unsere Pokémon... Nee, okay, ich dachte gerade, wenn unsere Pokémon geschwächt sind. Aber nee, die hat was anderes gesagt. Naja, gut, hier bräuchte ich Zerschneider. Habe ich jetzt gerade nicht. Das muss ich dann später machen. So, Leute. Was ist passiert? Bei mir passiert aktuell viel im Leben. Das habe ich ja gerade eben schon erzählt. Und ja... Es ist endlich soweit. Ich habe ja schon am Anfang dieses Projekts darüber geredet, wie es wäre, wenn ich ja umziehen würde und so weiter und so fort. Ich bin da ja schon am Struggeln gewesen. Ziehe ich dieses Jahr um nach Kiel, weil eigentlich will ich nicht nach Kiel ziehen, denn ich möchte ganz gerne in Hamburg bleiben. Hier habe ich meine Familie, mein soziales Umfeld, ne, meine Arbeit ist hier und so weiter und so fort. Ich möchte ungern nach Kiel ziehen. Aber ich muss es machen. Weil ich studiere da. Ich habe ja angefangen damals in Hamburg zu studieren, falls ihr es nicht mitbekommen habt. Schon vor längerer Zeit so. Und dann war es halt so, dass ich Mathe und Physik auf Gymnasiallehramt studiert habe. Und das war ja eigentlich nicht meine Erstwahl, sondern das wurde mir eher vorgeschlagen, weil Deutsch und Physik meine eigentliche Kombination, die ich haben wollte, hat sich halt überschnitten, also haben sich Vorlesungen überschnitten und so weiter und da wurde halt gesagt so, ja, mach mal lieber was anderes, das ist nicht empfehlenswert, Deutsch und Physik zu wählen. Naja, dann habe ich mich für Mathe und Physik entschieden, waren ja Fächer, die mich auch in der Schulzeit interessiert haben. Generell hat mich vieles in der Schulzeit interessiert und ich konnte mich auch nach der Schule nicht direkt entscheiden, was ich machen möchte nach der Schule. Und ich habe mich auch für mehrere Sachen beworben. Ich habe mich unter anderem auch für Ingenieurswesen an der Technischen Uni Harburg beworben. Wurde auch angenommen, aber am Ende habe ich mich dann dazu entschieden, okay, ich möchte auf jeden Fall Lehrer werden. Das ist einfach das, was ich machen möchte. Welche Fächer ist halt ein bisschen schwierig, aber hey, ich habe am Ende Mathe und Physik genommen. Da hast du natürlich auch große Einstellungschancen oder gute Einstellungschancen. Und das sind einfach Fächer, die dich auch schon vorher mal interessiert haben. Wobei das Interesse zu den beiden Fächern in der Oberstufe ein wenig abgenommen hatte, weil die Lehrer, die ich da hatte, echt nicht gut waren. Also, die waren echt nicht gut. Also wirklich nicht gut in den Fächern, die sie unterrichtet haben. Also, nee. Das war nicht so super. Also, ich kam halt, ne, man kam ja trotzdem hinterher und so weiter und so fort. Es war jetzt nicht, dass sie irgendwie super streng waren oder... Ja, dass der Unterricht super schwer war oder sonst was in der Art, sondern sie haben es halt nicht gut unterrichtet. Deswegen war es zwar jetzt kein Problem, weiterhin die Noten zu halten, die man vorher hatte, aber das Interesse an den Fächern hat halt einfach abgenommen. Und dann dachte ich, okay, komm, weißt du, wenn das Interesse dort abgenommen hat, dann liegt das vielleicht aber auch so ein bisschen an den Lehrern und in der Uni wird das alles anders. Deswegen sollte das, denke ich mal, schon passen. Es wird schon nicht so schlimm sein. Naja, so hat sich dann am Ende ergeben, dass ich im Studium wirklich komplett das Interesse verloren habe. Vor allem, weil Mathe in der Uni, also Mathe, ein ganz normales Mathe-Studium, super langweilig im Vergleich zu dem ist, wie man sich das vielleicht anfangs vorstellt, wenn man vorher keine großen Vorstellungen hat. Also nicht mal super langweilig. Es gibt sehr interessante Sachen in der Mathematik, aber es hat auf jeden Fall nichts mit der klassischen Schulmathematik zu tun, was man sonst halt kennt. Also ich fand auch einige Sachen während des Studiums super interessant, aber es gab halt auch einige Sachen, bei denen ich mir so dachte, nee, das jetzt 5 Jahre lang machen, das ist glaube ich nichts für mich. Das wird nichts, weil ich da nicht die Motivation für habe und dann mache ich dann lieber eine Kombination, die mir wirklich liegt. Und ich habe mich am Ende dann halt auch für Deutsch und Politik und Wirtschaft entschieden. Ich habe das jetzt gerade nochmal so ausführlich erzählt, weil die Frage immer wieder kam, wie ist das genau gekommen mit deinem Studium und so weiter und so fort. Ich habe das schon ab und zu mal angesprochen, auch in Streams, auch in Videos, aber in diesem Projekt zum Beispiel gar nicht so genau. Und ich denke mal, das könnte ganz interessant sein für die Leute, die das bisher nicht mitbekommen haben. Naja, auf jeden Fall ist es dann so gewesen, dass ich
wechseln wollte, aber ich konnte nicht an der Uni Hamburg wechseln. Das heißt wiederum, dass ich mir eine andere Uni suchen musste und so habe ich dann angefangen, an der Uni Kiel zu studieren. Hab dort ein Jahr studiert, bisher schon jetzt, hier mit Deutsch und Politik und Wirtschaft, aber ich merke halt einfach, dass das funktioniert auf Dauer nicht. Denn 2 Stunden hinfahren, 2 Stunden zurückfahren, vor allem wenn du 8 Uhr morgens eine Vorlesung hast und vielleicht dann irgendwie 4 Stunden gar nichts oder so, das geht halt einfach nicht. Und ich meine, ich mache nebenher ja noch viele andere Sachen. Ich studiere nicht nur, sondern ich arbeite nebenher, was ich nicht aufgeben möchte. Ich mache YouTube und Twitch, was ich nicht aufgeben möchte, weil das sind so gesehen meine Freizeitbeschäftigung. Das ist mein Ausgleich für den stressigen Alltag. Das möchte ich logischerweise auch nicht aufgeben. Und ich will auch nicht aufgeben, ein Leben zu haben, so nach dem Motto. Und alles unter einen Hut zu bekommen, ist halt fast nicht wirklich möglich. Einfach zeitlich gesehen. Dafür hat der Tag zu wenige Stunden. Und bevor ich mich halt komplett kaputt mache oder halt irgendwas immer vernachlässige, weil irgendwas leidet halt immer darunter, möchte ich halt sagen, okay, weißt du was, ich ziehe nach Kiel, auch wenn ich keine Lust darauf habe, nach Kiel zu ziehen und der Gigasauger ist gerade sehr, sehr kritisch, weil wir auf minus 1 Spezialverteidigung sind, aber das sollten wir überleben, okay, alles gut. Alles gut, alles gut, alles gut, das ist aber trotzdem sehr gefährlich gerade. Das ist sehr, sehr gefährlich. Deswegen würde ich erstmal hochheilen, erstmal zu schauen, was er so hat, weil ich den Spezialverteidigungsdrop mitbekommen habe. Keine Angst, Leute. Ich achte schon darauf, was hier vor uns passiert, so ein bisschen, während ich hier die ganze Zeit rede. Naja, und so ist es halt dazu gekommen, dass ich ja in Kiel nach Wohnung gesucht habe und auch am Anfang des Projekts das angesprochen habe. Ich weiß halt nicht, ob das der richtige Weg ist, aber an und für sich ist es halt das Schlauste, was ich machen kann. Damit ich halt alles weiterführen kann, was ich machen möchte, ist das das Beste. Und eine eigene Wohnung wird mir natürlich auch für YouTube und Twitch extrem helfen. Weil einige wissen es nicht, ich arbeite ja bei den Gaming Clerks, ist ja auch ein YouTube-Netzwerk und die haben ein Studio und so weiter und so fort. Ich arbeite da, aber kann dort auch aufnehmen und streamen. Und das ist natürlich super praktisch, weil ich habe kleine Geschwister zu Hause und wenn die zu Hause sind, kann man nicht in Ruhe aufnehmen und auch nicht in Ruhe streamen. Das heißt, ich habe das immer gemacht, wenn die halt nicht da waren. Und seitdem ich halt bei den Gaming Clerks das machen kann, bin ich da, was das angeht, natürlich viel flexibler, auch Aufnahmen mit anderen zu machen und so weiter und so fort, was halt super praktisch ist. Das hat mir mehrere Türen eröffnet, sodass ich halt mehr Content auch für euch bringen konnte. Aber da ist man natürlich trotzdem eingeschränkt, weil wenn ich jetzt irgendwie was aufnehmen oder streamen möchte, muss ich halt extra ins Studio fahren. Und dieses Problem habe ich nicht mehr, wenn ich dann eine eigene Wohnung habe, weil ich kann dann aufnehmen und streamen, wenn ich es möchte. Und das ist natürlich super für Content. Also wirklich extrem nice. Weil wenn ich mir zum Beispiel denke, ich habe richtig Bock und ich will gerade einfach ein bisschen abschalten, dann streame ich eine Runde. Oder ich nehme was auf. Und das ist halt perfekt. Also hoffe ich zumindest. Ne? Ich bin ja noch nicht in der neuen Wohnung. Ich ziehe jetzt erst nächste Woche um. Da bekomme ich den Schlüssel und dann ist auch direkt der Umzug 3 Tage später, nachdem ich den Schlüssel bekommen habe. Und das wird eine sehr spannende Zeit, denn logischerweise, ne, ist es jetzt meine erste eigene Wohnung. Es wird sich viel für mich verändern. Und mal gucken, wie das alles wird. Denn ich habe mir auch viel vorgenommen. Ich möchte generell ja auch viel an meinem Leben an sich verändern, wie aktuell vieles läuft und so weiter und so fort. Weil die Sache ist, ich bin mit einigen zufrieden, aber es gibt auch viele Sachen, in denen ich mich persönlich als Mensch verbessern möchte oder Sachen, die mich einfach stören. Und da möchte ich mich verbessern. Es ist halt wichtig, generell als Mensch immer zu sehen, okay, du kannst dich in gewissen Sachen verbessern und ständig an diesen Dingen zu arbeiten. Weil sobald man sich denkt, ach, ich kann mich nicht mehr verbessern, dann hast du ein ganz großes Problem. Also du musst dich nicht in jeder Hinsicht im Leben immer irgendwie verbessern, aber man muss halt schon auch irgendwo vielleicht ja, den Ansatz haben für sich selbst, okay, ich habe Dinge, in denen ich persönlich als Mensch nicht gut bin, vielleicht also menschlich gesehen, so was gewisse Eigenschaften angeht, jeder von uns hat sehr schlechte Eigenschaften, das ist normal, also schlechte Eigenschaften, nicht unbedingt nur sehr schlechte. Das ist halt normal, dass man an denen arbeitet, aber natürlich auch an anderen Sachen, dass man sich verbessert, sagen wir jetzt auf die Schule bezogen, auf Studium, auf die Arbeit, ne? Also ich denke, jeder kennt da Aspekte in seinem Leben, in denen er sich denkt, okay, da kann ich besser sein, da möchte ich besser werden und daran sollte ich arbeiten. Und auch sowas wie zum Beispiel Ernährung ist so eine Sache, mit der ich mich ein bisschen mehr beschäftigt habe in letzter Zeit, also in den letzten Monaten, aber jetzt auch nicht so konsequent das alles durchgesetzt habe. Und ich werde das wahrscheinlich auch nicht in Zukunft super konsequent durchsetzen, aber ich möchte schon dort auch ein bisschen strukturierter und
besser werden. Und da ist es natürlich auch ganz praktisch, wenn man dann halt für sich selber kochen muss. Und weil ich koche auch sehr gerne. Und ja, sich selber ja irgendwie... Moment, der hat Magnet Pull. Das ist natürlich doof. Das ist natürlich sehr doof gerade. Oh oh. Oh oh. Ich hoffe mal, dass wir es hier schaffen, weil der hat Erdkräfte prinzipiell. Ich heile ihn erstmal hoch und guck mal, was er einsetzen will. Voluminas, bitte nicht Headsmash. Okay, das ist okay. Damit kann ich leben. Das ist nur eine Gesteinsattacke. Damit kann ich auf jeden Fall leben. Naja. So, ich glaube, wir gehen einfach auf Iron Head, hoffen auf den Flinch oder so. Komm schon, gönnen wir den Flinch, Mann, Voluminas. Magnet Pulse halt echt gerade ein bisschen nervig. Stone Edge, ja, okay, er geht auf Gesteinsattacken, das ist okay. Naja, wie gesagt, ne, wenn man halt selber für sich kochen muss und so weiter, dann kann man auch ein bisschen mehr auf gewisse Sachen achten. Weil die Sache ist ja, wenn ich jetzt zum Beispiel Bock habe, irgendwas zu kochen, dann habe ich vielleicht nicht die Möglichkeit, ne, weil wir sind eine große Familie, jeder will irgendwas anderes, so nach dem Motto, beziehungsweise hat nicht auf jede Sache Lust und da kann man auch nicht immer so experimentierfreudig sein, weil ich habe halt auch oft genug für meine Familie, beziehungsweise für meine Geschwister auch gekocht und das ist halt so die Sache, dass man da nicht immer super viel ausprobieren kann, ne. Ich möchte halt deswegen erst recht eben einige Sachen ausprobieren, die ich vorher eben nicht ausprobieren konnte und ich denke mal, das wird auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Aber natürlich, mir ist bewusst, dass nicht alles so laufen wird, wie ich es mir vorstelle und es jetzt nicht so ist, dass mein Leben komplett anders sein wird und ich direkt einer, ich werde der krasseste überhaupt, der beste Mensch, vor allem ein besserer Mensch auf jeden Fall. Ich habe jetzt eine super tolle Ernährung, dann wenn ich anfange aus, also eine eigene Wohnung zu haben, ich werde super geordnet und strukturiert an mein Leben rangehen und so weiter und so fort. Das wäre naiv zu denken, dass alles perfekt läuft, aber dass man sich in gewissen Bereichen im Leben verbessern kann, vor allem wenn man so ein neues Kapitel startet, ist denke ich mal schon möglich und das möchte ich halt so. Also, dass ich einfach mit mir selber zufrieden bin als Mensch. Oder zufriedener. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Ich bin aktuell mit einigen Sachen zufrieden. Aber es gibt auch Sachen, die mich persönlich sehr an mir stören. Oder Dinge oder Eigenschaften, die man halt nicht so einfach ablegen kann. Und halt auch sowas, das ist, denke ich mal, erstmal so ein Beispiel, was man ganz gut auch fassen kann, in Worte fassen kann, wo ihr vielleicht dann auch euch ein bisschen besser das so da vorstellen könnt. Ein gutes Beispiel ist dafür, wenn ich jetzt ein Video schneide, ne? Ich meine, ich mache das jetzt beruflich logischerweise, aber ich mache das halt auch für mich. Dann ist es so, dass ich gerne mal, das habe ich auch letztens in dem Podcast mit Timo angesprochen, dass ich gerne mal anfange zu schneiden und dann plötzlich mir denke, okay, schauen wir uns das, was auf Twitter oder was auf YouTube gerade läuft. Und so ganz kurz. Und dann lenkt man sich 5 bis 10 oder 15 Minuten ab und dann fängt man wieder an, weiter zu schneiden. Und dann macht man wieder so eine kleine unnötige Pause. Und das ist super unproduktiv. Es wäre halt viel, viel produktiver, wenn du halt einfach mal komplett durchschneidest, alles fertig machst und dann eben sagst, okay, jetzt gönne ich mir eine Pause. Weil in den Pausen fühlst du dich ja auch nicht ausgeruht, sondern du denkst dir die ganze Zeit oder hast die ganze Zeit im Hinterkopf, oh, ich muss das noch fertig machen. Aber das ist halt genauso, ne, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hausaufgaben oder so habt, in der Schule oder in der Uni oder irgendeine Aufgabe für die Arbeit, dann ist es halt auch so, dass ihr euch denkt so, yo, ich guck mal ganz kurz auf YouTube, was da so abgeht. Aber wenn ihr, und dann habt ihr trotzdem im Hinterkopf, Alter, ich muss noch das gerade fertig machen, ne? Und ihr schiebt dann letztendlich die eine Aufgabe auf, versucht euch ein bisschen abzulenken, aber während ihr euch ablenkt, habt ihr trotzdem im Hinterkopf, ah, ich muss das eigentlich noch machen und ich kann das nicht zu 100% genießen. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall verbessern möchte. Und daran möchte ich auf jeden Fall arbeiten. Aber das ist auch sehr, sehr schwer. Ich glaube, dieses Problem haben viele. Auch generell diese typische Aufschieberitis ist auch immer so ein Problem. Da muss man echt aufpassen und mal schauen, wie das sich jetzt in nächster Zeit entwickelt. Aber ja, ich bin, glaube ich, mal wieder sehr hart abgedriftet, aber ich glaube, das ist gar nicht mal so blöd, weil wir sind ja jetzt gerade sowieso nur hier am Kämpfen und haben jetzt keine super spannenden Kämpfe oder so. Und ich glaube, das ist halt auch mal wieder eine gute Möglichkeit, um abzudriften, um euch mal zu erzählen, was aktuell so bei mir läuft im Leben und auch gleichzeitig Dinge über euch zu erfahren. Weil das Praktische ist ja an solchen Sachen, dass ihr die Möglichkeit habt, auch euren Input zu geben, ne? Eure Meinung zu Themen, vielleicht denkt ihr auch an manchen Stellen, da habe ich eine komplett andere Meinung als du oder das sehe ich anders oder auch, dass man gewisse Sachen anders angeht oder halt mit, oder eigene Erfahrung preisgibt, auch jetzt zur ersten eigenen Wohnung oder sonst irgendwas in der Art. Das ist, denke ich mal, super, super interessant, weil am Ende des Tages schauen hier mehrere tausend Individuen zu, die selber Gedanken zu Themen haben, die sie auch nicht immer aussprechen können, weil sie halt mit sich selber über diese Themen reden.
logischerweise, man redet ja den ganzen Tag so gesehen mit sich selbst im Kopf, so gefühlt. Wenn ihr versteht, was ich meine, das hört sich ein bisschen weird an, aber ich denke mal, man versteht den Grundgedanken dieser Aussage gerade. Und die Sache ist halt, dass das... Okay, erstmal muss ich aufpassen, dass der Energieball mich jetzt nicht irgendwie killt, aber nee, selbst ein Crit reicht nicht aus. Alles safe, Leute, alles safe. Und die Sache ist halt, dass es eine gute Plattform ist, um sich mal mitzuteilen. Auch wenn ich aktuell leider nicht dazu komme, super lange Antworten zu schreiben, weil ich liebe es ja auch, ne, mit euch in den Kommentaren zu interagieren. Aber aktuell lese ich mir nur viel durch und schreibe relativ wenig, weil ich zeitlich einfach nicht dazu komme, ne? Durch diese ganze Umzugssache und vielen anderen Sachen. Uni hat ja auch wieder angefangen und so weiter und so fort. Schwert und Schild steht vor der Tür. Da möchte ich auch noch ein bisschen was für vorbereiten. Ist halt einfach so, dass ich nicht dazu komme, super ausführliche Antworten zu schreiben. Auch wenn ich das gerne machen würde, weil wenn ich sehe, dass jemand sich 5, 10, 15, 20 Minuten oder noch länger hingesetzt hat, um einen langen Kommentar zu schreiben, dann möchte ich eigentlich auch darauf antworten können. Das habe ich auch schon mehrfach angesprochen. Und ich weiß, ihr sagt, yo, mach dir da keine Gedanken, du bist schon aktiv genug und so weiter. Aber trotzdem, ne, es ist halt einfach so, dass ich der Typ Mensch bin, der sich da Gedanken macht. Und es wird auch wieder Zeiten geben, wo ich dann hoffentlich wieder längere Antworten schreiben kann und mehr antworten kann. Aber wisst auf jeden Fall, okay, ich lese eure Kommentare. Ich gebe ja auch viele Herzen und so weiter, was auch mal ein ganz guter Indikator ist. Aber auch so lese ich einiges. Ne? Wenn da jetzt kein Herz oder kein Kommentar drunter steht, heißt es nicht, dass ich den Kommentar nicht gelesen habe. Sondern ich lese halt sehr, sehr viel und es ist halt super interessant, so viele Leute anzusprechen, die total verschiedene Gedanken und Wertevorstellungen haben, aber letztendlich verbindet uns ja dieses Spiel, dieses Pokémon-Spiel, und darüber kann man dann natürlich sehr viel philosophieren, aber auch über andere Themen. Und ja, deswegen finde ich das halt sehr, sehr cool. Keine Ahnung, ich denke, man versteht den Gedanken, den ich hier versuche zu erklären. Draco Meteor, ich bin vom Drachentypus? Das habe ich jetzt erst bemerkt. Stimmt, das hat jemand, glaube ich, auch in den Kommentaren geschrieben. Wir haben mit einem KP überlebt. Wir sind vom Drachentypus, das sehe ich jetzt erst. Als ob, und wir überleben mit einem KP. Ich dachte halt so, okay, wechseln wir in Serpentorial, ist relativ bulky, Wasserattacken machen uns nichts, Draco macht uns jetzt auch nicht super viel, ein Eisstrahl sollten wir auch ganz gut überleben. Und dann, ist das sehr effektiv? Alter. Oh, Leute. Das war kritisch gerade, das war sehr, sehr kritisch. Aber gut zu wissen, dass Serpentorial den Drachentypus hat, darauf habe ich halt so gar nicht geachtet. Und ich glaube, es stand auch in den Kommentaren. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass es in den Kommentaren stand, dass es vom Drachentypus sein könnte. Aber ich habe das trotzdem nicht so ganz realisiert gehabt, beziehungsweise nicht wirklich angeschaut. Und auch in dem Moment habe ich jetzt nicht dran gedacht. So. Aber gut, dass ich meine eigenen Pokémon hier kenne. Das ist natürlich sehr, sehr gut. Oh, Leute. Das war jetzt ein wenig kritisch, tatsächlich. Aber wir haben es ja ohne Tod geschafft, Leute. Alles safe. Wir sind hier noch safe oder so. Da überlebt er mit einem KP, als hätte ich einen eingebauten Fokusgurt oder so. Das kann doch nicht sein, ne? Genau mit einem KP. Schaut euch das bitte an. Das ist halt echt unglaublich gerade. Das ist schon krass. Ich bin gerade ein bisschen baff. Man merkt es, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, was ich dazu sagen soll. Dieses Zedra-King ist durchaus ein bisschen gefährlich. Da muss man echt ein bisschen vor aufpassen. Aber wir haben es jetzt immerhin weggehauen, was nice ist. Und jetzt können wir auch erstmal alles wieder auffallen, weil wir waren halt auch generell ein bisschen angeschwächt. Okay, Houndoom kommt noch, never mind. Wir können auch nicht alles auffallen. Intimidate. Oh, das wird ein bisschen gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Denn die Sache ist, dass Ableitip vielleicht nicht safe killt oder hat einen Fokusgurt oder so. Und ein Feuersturm könnte mich weghauen, weil ich ja die Fähigkeit Trockenheit habe. Dadurch sind Feuerattacken sehr effektiv. Und dieses Risiko will ich, um ehrlich zu sein, gar nicht erst eingehen. So, und wir sind, glaube ich, auch bei so viel KP, dass uns jetzt kein Angriff mehr besiegen sollte. Ich glaube, wir müssen jetzt auch nicht unnötig hochheilen, sondern wir gehen einfach auf Surfer. Wir sind sogar schneller, besiegen das Hundemon. Und ja, jetzt haben wir auch die gesunde Mischung in dieser Folge zwischen spannendem Kampf und bisschen Gelaber und so weiter über diverse Themen. Das ist doch auch nicht allzu schlecht. Also viele Leute, die sich jetzt sagten, ach, diese Folge, da wird nur gelabert. Nee. Wir hatten beinahe einen Tod. Und ein KP hat uns vom Tod getrennt. Wie kann das sein?
Das kann doch nicht sein, als hätte ich einen Fokus-Squad gehabt. Aber ich habe ja keinen Fokus-Squad gehabt. Das ist einfach nur krass gerade. Das ist einfach nur krass. Also, da habe ich jetzt echt gerade keine Worte für. Das war lucky. Ich weiß nicht, ob das wirklich bad war, weil ich wollte gerade sagen, das war lucky in bad. Aber an und für sich, ich hätte schon wissen müssen. An und für sich schon. So, wir können eigentlich auch dieses Hutsasa-Encounter fangen. Wir wissen ja, ne, Static-Encounter fangen wir nicht mehr. Also nicht mehr Hutsasa und Tampion. Wobei, nee, wir fliehen einfach und holen uns dann das ganze Mal im Gras. Weil das ja nicht wirklich der Static-Encounter ist. Nicht der Encounter ist. Dann gönnen wir uns erstmal den hier, der gleich im Gras kommt. Denn auf Route 23 bekommen wir einen neuen Encounter. Und den können wir dann austauschen. Und das ist ein Geronimatz. Okay, das ist uns egal eigentlich, was es ist, weil wir wollen es eigentlich nur fangen, um es dann auszutauschen. Was sich immer noch sehr herzlos anfühlt zu sagen. Man sagt, ja, ich tausche es einfach aus. Es verrottet auf der Box. Ich will lieber die nicen Eier haben. So, warte mal. Er hat Skydrop eingesetzt. Das ist ein bisschen blöd. Ja, ich gehe einfach auf Schwertern, würde ich fast sagen. Ich kann halt sowieso gerade nichts machen. Weil er setzt halt Skydrop ein und derzeit kann ich nichts machen. So, und dann gönnen wir uns einfach einen Hyperball. Komm, B, rechts, Speed, Geronimatz, geh bitte rein. Junge, komm rein. 2, 3. Ja, easy, Leute. B, rechts, Speed, wie immer funktioniert es. Das ist natürlich klar. So, damit haben wir einen neuen Encounter. Den können wir dann austauschen. Aber das werden wir jetzt auch nicht sofort machen, würde ich fast sagen. Sondern das spare ich mir erstmal auf. Und dann gucken wir mal weiter, was wir hier noch so haben werden. Oh, hier ist noch ein Kämpfer. Noch ein Ranger. Naja, Leute. So viel auf jeden Fall zu den ganzen Themen, die ich angesprochen habe. Wird eine spannende Zeit, Leute. Es wird einfach eine sehr spannende Zeit. Vor allem halt auch, es ist ja nicht nur ein neues Kapitel in meinem Leben, sondern auch auf YouTube und Twitch wird es ein neues Kapitel. Aus diversen Gründen. Das werdet ihr demnächst mitbekommen. Denn demnächst kommt vieles. Also Leute, es ist, also Pokémon Blaze Black 2 ist so gesehen ein Ende eines tollen Kapitels, wenn es beendet wird. Aber auch gleichzeitig ein schöner Anfang. Ein Ende ist auch ein Neuanfang, wie man so schön sagt, ne? Also nicht direkt zum Ende von Blaze Black 2, wahrscheinlich schon vorher. Ich weiß auch gar nicht, ob Blaze Black 2 noch vor Schwert und Schild fertig wird. Das ist eine gute Frage. Denn wir haben jetzt halt noch die Siegstraße vor uns. Dann haben wir wahrscheinlich noch eine Folge, in der wir uns vorbereiten. Und dann haben wir die Liga vor uns. Und das war's. Ich weiß nicht, ob danach noch irgendwas passiert. Wir werden keine Afterstory machen, vielleicht in Streams. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wir werden auch wahrscheinlich noch einen Stream oder ein Video machen. Ich muss halt noch gucken, nicht ganz kurz. Ich muss noch gucken, wie ich das mache. Ob ich einen Stream mache, in dem ich dann alle Eier ausbrüte und vielleicht Fragen beantworte. Ich denke mal, dass ich das sogar auf YouTube streamen würde, weil normalerweise streame ich ja auf Twitch, aber ich denke mal, das würde ganz gut passen auf YouTube, wenn wir dort den Abschluss haben, so dass ich halt, ja, eure Fragen beantworten kann, wir die letzten Eier ausbrüten, die übrig geblieben sind und auf alles drum und dran eingehen kann und dann, ja, so gesehen einen schönen Abschluss haben. Ich glaube, das könnte gar nicht mal so blöd sein. Und ja, sonst war es das dann halt auch, ne? Viel mehr kommt dann nicht mehr und falls ich dann Schwarz 2 das Postgame mal weiterspielen möchte, würde ich das, glaube ich, dann einfach auf Twitch weiter streamen. Deswegen empfehle ich euch auch, gerne auf Twitch zu folgen, Link in der Beschreibung. Dort bin ich halt auch super aktiv, beziehungsweise aktuell ein bisschen weniger durch den kommenden Umzug, aber wenn ich dann umgezogen bin, dann sind sehr viele Streams geplant, auch zu Schwert und Schild, fast Daily Streams. Also generell ist das super, super viel geplant. Und das wird einfach eine coole Zeit. Ich habe richtig Bock und das wird halt einfach, ja, auch eine sehr interessante, spannende Zeit. Weil vieles jetzt auf den Kanal zukommt. Und das wird cool. Das wird super, super cool. Denn so lange ist ja nicht mehr hin bis Schwert und Schild. Es gab ja jetzt auch schon ein paar Leaks, die ich mir aber nicht angeschaut habe. Also ein paar Pokémon und dies und das. Aber das schaue ich mir nicht an. Denn ich möchte relativ ungespoilert diesmal reingehen. Zumindest wenn es um die Leaks geht. Trailer und so schaue ich mir halt ganz normal weiterhin an. Und Competitive Zeug. So, das könnte, also das, damit hätte ich kein Problem, wenn ich davon schon irgendwas kenne vorher. Aber Competitive Zeugs wurde jetzt gar nicht so krass geleakt. Es wurden halt nur Pokémon geleakt, halt, ne? Designs und so weiter und so fort von denen. Aber ich werde darüber nicht reden, ne? Also keine Angst, Leute, ich rede darüber ja auch nicht. Ich bin ja auch zum größten Teil nicht gespoilert, was das angeht, aber
Ich werde auch jetzt nichts genau sagen, was man ungefähr weiß oder sonst was in der Art. Da braucht ihr keine Angst zu haben. Denn das ist ja auch mal so die Sache, dass da immer die Leute so ein bisschen Angst haben, was das angeht. Dass jemand, den man sonst verfolgt, dass man da irgendwie groß jetzt aufpassen muss, aber nee, braucht ihr nicht. Ich werde natürlich zu Schwert und Schild sehr viel Content machen. Es wird Wi-Fi Belts geben und so weiter und so fort. Es wird kein Nuzlocke-Projekt geben, also kein Nuzlocke-Projekt, kein normales Playthrough geben. Halt einfach nur ein Projekt wie, also nur ein Projekt, einfach nur sowas wie Wi-Fi Battles, FFAs und so weiter und so fort, sehr viel Competitive Content, aber auch sehr viel noch drüber hinaus, also nicht nur das, das wird auch ziemlich cool. Aber ja, das heißt, am Anfang könnt ihr wahrscheinlich damit rechnen, dass auf meinen Wi-Fi Battle Thumbnails natürlich auch neue Pokémon drauf sein werden, da kann ich euch schon mal vorwarnen, aber ich werde halt erstmal auch nur Pokémon draufpacken, die man schon durch Trailer kennt. So, das heißt, wenn ich jetzt einen Wi-Fi-Battle nach 3 Tagen bereits online haben sollte, nach dem Schwert und Schild-Release, dann wird da halt ein Pokémon drauf sein, was man bereits kennt. Gehe ich mal zumindest von aus. Ich denke mal, so werde ich das handhaben, weil manche werden halt so 4-5 Tage wahrscheinlich brauchen, bis sie das Spiel durchspielen. Manche wahrscheinlich noch länger, aber ich glaube, das ist relativ unwahrscheinlich. Ich glaube, die meisten werden es innerhalb von einer Woche durchgesuchtet haben. Ich denke, ich werde es auch sehr, sehr zügig durchsuchten und dann wahrscheinlich auch schon mit Wi-Fi-Battles anfangen, durchstarten, weil ich habe halt einfach richtig Bock auf Wi-Fi Battles. Das wird super, super interessant, das neue Meta kennenzulernen. Aber ja, mal gucken, wie sich das alles so entwickelt, denn ja, das wird einfach, ja, eine spannende Zeit, wie gesagt. Und ich bin halt einfach noch unschlüssig, wie auch das Competitive Meta wird, weil an für sich ist das halt natürlich eine sehr interessante Sache, dass einige Pokémon draußen sind, aber wie genau sich das auswirken wird und so, das wird halt crazy. Das wird halt sehr, sehr crazy. Also mal gucken. Aber ich denke mal, das wird schon eine coole Zeit, vor allem am Anfang. Ob es dann auf lange Sicht gesehen auch cool sein wird, das wird man sehen. Aber ich denke mal, für die erste Zeit wird das echt sehr, sehr sweet. So, Leute, ich glaube, wir sind jetzt in der Nähe der Siegelstraße. Ja, da ist die Victory Road. Oh, das N. Als ob. Ich will gar nicht gegen ihn kämpfen. Leute. Ich will nicht gegen ihn kämpfen. Kann ich bitte aufhören? Bruder! Bruder! Wie Benny sagen würde. Ich will nicht kämpfen! Okay, Drachenklaue. Ich will nicht gegen dich kämpfen, bitte! Darf ich bitte aufhören? Okay, er geht weg. Okay, gut. Ah, ich hatte gerade Angst, dass wir jetzt gegen N kämpfen möchten. Ich will noch gegen N kämpfen, so ist es nicht. Ich hoffe, dass wir noch einen Kampf gegen N haben. Aber halt nur nicht jetzt so. Ich war halt überhaupt nicht vorbereitet. Alles safe, Leute. Ich glaube, damit können wir auch die Folge beenden. Wir haben es zur Siegelstraße geschafft. In der nächsten Folge geht es ran, die Siegelstraße zu bewältigen. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bewertung, Kommentare sehr gerne gesehen. Gerne eure Meinung zu dem, was ich alles angesprochen habe. Bis zum nächsten Mal und ciao.